Und damit hallo und herzlich willkommen nochmal zum azurblauen Gewölbe. Auf Stufe 3 diesmal. Also wir pirschen uns langsam dran an die interessanten Instanzen. Ihr Blick durchdringt alles. Wenn sie euch in der Nähe sehen, werden die Kreaturen euch aus dem Gewölbe. Leider immer noch ohne Facecam und mehr oder weniger mit etwas. Nicht mehr oder weniger, wirklich mit weniger Stimme. Ist nur angekratzt noch. Die Splitterflammen plündern mein Gewölbe. Sie begreifen nicht, mit welchen Mächten sie sich anlegen. Mein geliebter Maligos schenkte mir einst arkanes Saatgut. Ich pflanzte es hier, ein kleiner Garten von ihm. Aber über die Jahre ist der Garten verwildert. Ihr müsst ihn für mich pflegen. Das ist wieder so typisch. Ich habe gedacht, der Tank ist da drauf gegangen, aber nein, es war nur der Jäger. Meine Jägerin auch die ganze Zeit Bergbau. Mit diesen Bergbauhelm drauf. Also, das haben die immer noch nicht gefixt. Weil ich habe auch nicht das Zeichen, dass ich es wegmachen kann. Ah, und das war gar kein Jäger. Wir sind da drauf gegangen. Ah, dann ist der Hexer da drauf gegangen eben. Okay. Dann war ich nur der Jäger. Da bin ich nur der Jäger. Ich hab das gar nicht gemerkt. Ach, lass doch den Tank holen. Ist auch wieder eine so eine Sache. Da ist ein super DD dabei und der meint, ja komm, wir pullen jetzt noch mal alles zusammen. Ich habe gerade auch, dass der Hexer das bitte lassen soll. Auch wenn das ein bisschen falsch geschrieben hat. Aber wenn es um Falschschreiben geht, bin ich ja auch Experte. Lasst die Tanks pullen. Sei denn, der Tank sagt, hier, pull die mir mal rüber. Eine Spur von den Splitterflammen. Kommt hier entlang. Bei erster Boss ist ja recht easy down gegangen. Hier finde ich auch nur den vorletzten etwas schwierig und den letzten ist schon wegen den Kristallen, weil da kaum einer drauf geht. Der Standort meiner recht Kammer anstrengend. Wurde ausgewählt, um diese mächtige Leylinie zu nutzen. Ja, jetzt muss er eh warten. Eine Augenweide, ja. Aber
ich weiß nicht, welche Auswirkungen sie auf eure sterbliche Form hat. Achtet darauf, ob euch zusätzliche Fortsätze wachsen. Oh. Ich war fast noch in den reingesprungen, ja. Hätte ich nicht gemerkt. Ich brauche ein Ziel. Ihr habt eines meiner Bücher der Translokation entdeckt. Da der Großteil der Verwalter des Gewölbes nicht fliegen kann, habe ich damit eine sichere Transportmethode entwickelt. Und der Hexer war gut, er macht mehr Schaden als ich. Aber ich glaube, im Moment macht wieder alles mehr Schaden außer dem Hexer. Immer schön allem ausweichen. Eigentlich steht der Tank auch nicht schlecht da mit 36.000 Leben. So viel hat jetzt ungefähr Baxter. Bei 65 oder so. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass er leider ein Lederträger ist. Die vertragen eh nicht so viel, auch wenn es Tanks sind. Da waren dem Hexer wohl zu wenig Ziele, ne? So kann man ihn auch unterbrechen, okay. Ich vielleicht geschickter anwenden sollen.
Ah, jetzt hat er wahrscheinlich seine 5 Millionen Wichtel, die er hatte, auf den drauf geschmissen, ne? Das kann man runterschießen. Mit einnullender Schuss. Da musst du sowieso raus. Ja, da war mein Schuss zu spät leider. Ich habe kein Ziel. Den Dicken werden wir hier noch brauchen, kein Bodyshaming. Komm, mach mal den platt. Den Kampf finde ich als Fernkämpfer übelst entspannt. Weil du da draußen stehen kannst. Ich habe am Anfang gedacht, man muss da echt die ganze Zeit in dem Kreis drin stehen. Gott sei Dank ist dies nicht der Fall. Okay, einmal zu viel gewollt. Schätze! Ich
arme Azurklinge. Ich gebe ihr keine Schuld. Ich hätte an sie denken sollen, bevor ich ging. Diese Tür. Ich spüre einen Riss hinter ihr. Die Splitterflammen müssen dort sein. Reißt alles nieder, wenn ihr müsst. Ich werde das Geheimnis enthüllen, das sie hier weggeschlossen hat. Telash darf das letzte Siegel nicht brechen. Die Folgen wären verheerend. Hexe, bitte pull mehr wie einmal. Ich glaube, der Hexer landet gleich auf der Ignore-Liste von dem Tank. Ich will einfach mal so eiskalt frech behaupten. Ich glaube, die haben wieder an den Klassen rumgespielt. Bei dem hätte ich jetzt nicht bei dem Patch, sondern bei der Rücksetzung. Unverschämt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anbieten. Jetzt haben wir definitiv genug Ads, um die 100% hier voll zu kriegen. Wie als hätte ich es gewusst, dass er mich anspringen will.
Wirklich taube? Ja. Hat sie euch geschickt? Genug! Eiskalt! Ihre Geheimnisse gehören mir! Ihr werdet bezahlen! Geheimnisse gehören mir. Eiskalt. Was stelle ich mir auf? Hören mittig plus Content richtig geklappt. Okay. Den als Reittier oder sie. Ah, komm schon. Darf immer alle Kristalle machen. Und dann ist dieser Boss ebenfalls no problemo. Ja, Stufe 3 geschafft. Damit haben wir wieder ein bisschen mehr Wertung dazu bekommen. Natürlich nichts dabei für mich. Den habe ich. Da habe ich das andere Buch von. Das ist Leder. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Mitkommen und wir sehen uns dann in der nächsten Instanz wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euch fort. Champion, ihr habt getan, was nötig war und sein Leid beendet.